Strick mit Tuch Melody. Heute wird es ernst, heute wird gestrickt und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr erfahrt in diesem Video alles, was man braucht, um dieses Tuch stricken zu können, angefangen beim Maschenanschlag bis zur Abkettkante. Bleibt also dran. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia und dieses Video ist der zweite Teil der Strick-Mit-Reihe zu Tuchmelodie. Im ersten Video, ich verlinke es in der Infobox, habt ihr alles bekommen, was ihr braucht zum Material und alle Eckdaten. Hier ist es ja nochmal ausgebreitet zu sehen. Ihr habt also alles erfahren, was ihr braucht. Welche Nadel, welche Maschenprobe, welches Material. Hier im zweiten Video zeige ich euch alles zum Stricken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich in den Kommentaren stellen, aber besser noch im Livestream, denn in den Streams haben wir die Möglichkeit zu chatten und da ist der Austausch einfach besser und ich kann noch besser auf eure Fragen eingehen. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wann Livestreams anstehen, schaut ihr am besten auf die Startseite meines YouTube-Kanals. Hier ist sie zu sehen. Dort ist nämlich eine Rubrik anstehende Livestreams und da könnt ihr euch Erinnerungen einrichten und oder meinen Kanal abonnieren, kleine Glocke klicken und dann werdet ihr immer automatisch benachrichtigt. So viel zu den Fragen, die eventuell noch übrig bleiben oder während eures Strickens entstehen. Eine Frage kam schon in der Zwischenzeit und zwar, warum brauche ich überhaupt für ein Tuch eine Maschenprobe? Ja, die Frage ist berechtigt, aber es ist so, dass wenn ich ein Modell entwerfe, dann habe ich eine bestimmte Vorstellung, wie es werden soll. Dann teste ich, verwerfe, teste, verwerfe und so weiter, bis ein wirklich rundherum tolles Ergebnis entsteht. Und dieses Ergebnis hat eben eine bestimmte Maschenprobe. Und wollt ihr es genauso haben für euer Tuch, dann solltet ihr euch daran halten, an diese Maschenprobe. Kann natürlich sein, dass ihr dann feststellt, oh nee, ich möchte es ein bisschen lockerer oder ein bisschen fester. Dann könnt ihr abweichen, aber ihr braucht ja eine Richtlinie, wie mein Tuch gestrickt ist, weil man das nicht immer unbedingt im Video so sieht. Dann kam eine Frage, die zu Barme ist ja viel dicker oder etwas dicker als die Sonata. Muss ich jetzt Sonata doppelt nehmen? Nein, auf keinen Fall, denn auch das war eine wohlüberlegte Vorüberlegung, dass diese Garne leicht unterschiedlich sind in der Garnstärke, nicht so sehr, aber ein kleines bisschen. Das ist gewollt und deshalb auf keinen Fall doppelt nehmen. Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Ich gebe euch jetzt erst eine kleine Vorab-Erklärung zu den Regeln der Anleitung. Und dann stricke ich es euch Reihe für Reihe vor. Sollte das Stricken zu schnell gehen, wisst ihr, ihr habt immer noch die Möglichkeit, das Video langsamer ablaufen zu lassen. Und würde ich vielleicht den Ton wegnehmen, weil das hört sich dann ein bisschen gruselig an. Aber ihr könnt es ganz in Ruhe in eurem Tempo dann anschauen und an dem kleinen Rädchen, was immer unter den Videos ist, die Einstellung etwas ändern. Okay. Die Regeln der Anleitung. Ihr müsst euch eigentlich nur 5 Dinge merken. Das erste ist Maschenanschlag ist egal. Ihr könnt euren Lieblingsanschlag nehmen. Ich habe für meine Melodie den Kreuzanschlag genommen. Zweitens Randmaschen. Es gibt keine. Natürlich sind am Rand Maschen, aber die sind ins Muster integriert, sodass ihr euch keine speziellen Randmaschen merken müsst.
Drittens, ihr braucht zwei Farben. Das habt ihr ja schon im ersten Video mitbekommen. Ihr habt eine Grundfarbe und eine Kontrastfarbe. Also eine Grundfarbe und eine Kontrastfarbe. Und die gehen immer über zwei Reihen. Zwei Reihen in Grundfarbe, zwei Reihen in Kontrastfarbe. Stets wiederholen. Und dann haben wir noch die Zunahme- und Abnahmeregel. Genau. Zu- und Abnahmen. Immer nur in Hinreihen. Und zwar in jeder. Und dort dann plus zwei Maschen am Anfang und minus eine Masche am Ende. Ich wiederhole nochmal. In jeder Hinreihe nehmt ihr am Anfang der Reihe zwei Maschen zu, indem die ersten beiden Maschen verdoppelt werden. Die zeige ich euch gleich beim Stricken. Und am Ende jeder Hinreihe nehmt ihr eine Masche ab, indem ihr die vorletzten beiden Maschen rechts zusammenstrickt. Nur vorab zum Merken. So, und dann haben wir noch fünftens das Strickmuster als solches. Und da ist es so, dass die beiden Reihen der Grundfarbe in glatt rechts gestrickt werden. Und das bedeutet ja Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Und die beiden Reihen der Kontrastfarbe mit Hebemaschen. Hebemaschen soll das heißen. Wie die aufgeteilt werden, seht ihr beim Stricken. Das Strickmuster erstreckt sich über 8 Reihen, die stets wiederholt werden. WDH. L wiederholt ist die Abkürzung. Das heißt, wenn ich jetzt diese Dinge zusammenfüge, hier startet ihr, ihr habt hier zwei Maschen am Anfang, die verdoppelt werden. Dann kommen die ganzen Maschen des Strickmusters und am Ende habt ihr wieder drei Maschen, von denen die beiden vorletzten zusammengestrickt werden und die letzte Masche rechts. So baut sich das Muster auf. Hier ist das Muster. Und um es euch vorzustellen, ist es immer diese Maschen und diese Maschen gliedert ihr aus dem Muster aus. Und in der Mitte wird immer das Muster, was ich euch gleich zeige, gestrickt. Oh. So viel zu den Grundregeln der Anleitung. Jetzt wollen wir aber auch direkt stricken und ich habe mir zum Vorstricken andere Wolle ausgesucht. Das ist nicht die Originalwolle, das ist die Originalwolle, aber die ist ein bisschen dünner und fürs Video ist es einfach schöner, wenn man es besser sieht. Daher habe ich diese beiden Garne gewählt zum Vorstricken. Und im Übrigen solltet ihr das Tsubame, also das Originalgarn haben. Diese hübschen Banderolen hier sind aus Stoff. Schmeißt die nicht weg, da kann man wunderschön Geschenke drin einwickeln. Die Wolle kommt ja aus Japan und in Japan ist die Verpackung immer genauso wichtig wie das Geschenk selber. Also da kann man ganz nette Sachen mitmachen. Zu schade zum Wegtun.
Aber jetzt geht es dann tatsächlich mal los und es geht los. Maschenanschlag, hatte ich gesagt, ist egal. Ich nehme den Kreuzanschlag und schlage 8 Maschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenden. Es kommt die erste Reihe. Wir erinnern uns, Zunahmeregel, erste beiden Maschen verdoppeln. Ich stricke eine rechts heraus von vorne und eine rechts heraus von hinten. Bei der zweiten Masche genauso. Eine von vorne herausstricken, eine von hinten herausstricken. Jetzt kommt mein Grundmuster der Grundfarbe. Das ist ja glatt rechts, also rechte Maschen bis zu den letzten drei Maschen. Die vorletzten beiden Maschen rechts zusammenstricken. Eine Masche rechts. Wenden. Die zweite Reihe. Alle Maschen links. Die dritte Reihe. Wechsel zur Kontrastfarbe. Erstens Zunahmeregel. Die ersten beiden Maschen verdoppeln. Eine von vorne, eine von hinten raus, eine von vorne, eine von hinten raus. Nun kommt das Hebemaschenmuster. Im Hebemaschenmuster werden immer zwei Maschen abgehoben und zwei Maschen rechts gestrickt. Ich fange also an mit zwei Maschen rechts abheben. Faden liegt hinter der Nadel. Ich stricke zwei Maschen rechts und bin schon an meinen letzten drei Maschen angelangt. Das heißt, das Hebemaschenmuster ist für diese Reihe beendet. Ich stricke die vorletzten beiden Maschen rechts zusammen. Eine Masche rechts. Wende. Die vierte Reihe. Alle Maschen rechts stricken, außer den Hebemaschen. Die werden wieder gehoben. Also rechts. Bis zu den abgehobenen, die wieder abheben, aber diesmal den Faden vor die Nadel legen. Und Reihe rechts beenden. Tipps. So, wenden. Die fünfte Reihe. Den Faden könnt ihr einfach nach hinten schmeißen und euch von unten den neuen der Grundfarbe oder den alten der Grundfarbe hochholen. Fünfte Reihe. Die ersten beiden Maschen verdoppeln. Ups. Rechte Maschen stricken. Bis drei Maschen vor Ende. Die vorletzten beiden rechts zusammenstricken. Eine Masche rechts wenden. Die sechste Reihe, alle Maschen links.
die siebte Reihe wechselt zur Kontrastfarbe. Die ersten beiden Maschen verdoppeln. Dann das Hebemaschenmuster. Damit wir einen schönen Versatz haben, fängt das Hebemaschenmuster jetzt nicht mit zwei Maschen heben an, sondern mit zwei Maschen rechts stricken. Dann heben, zwei heben, zwei rechts stricken. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Die vorletzten beiden Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts. Die achte Reihe, alle Maschen rechts stricken, außer den abgehobenen, die werden wieder abgehoben mit Faden vor der Nadel. Das waren die acht Reihen, die ihr stets wiederholt bis zum Tuchende. So, noch einmal von vorn. Farbwechsel für die erste Reihe. Den Faden schmeißt ihr nach hinten. Und nehmt euch den Faden einmal verdreht nach oben. Und strickt die erste Reihe in Grundfarbe. Die ersten beiden Maschen verdoppeln. Alle Maschen rechts bis zum Ende. Sprich bis zu den letzten drei Maschen. Zwei Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts. Wenden. Die zweite Musterreihe. Alle Maschen links. So, wenden. Faden nach hinten, Kontrastfarbe hochholen, die ersten beiden Maschen verdoppeln, Hebemaschenmuster. In der dritten Reihe fängt das Hebemaschenmuster immer an mit zwei Maschen rechts abnehmen. Wenn ihr das mal vergesst, dann schaut euch einfach das Muster an und zählt zurück. An dieser Stelle kann man es gut sehen. Hier habe ich in der Vorreihe der Kontrastfarbe zwei Maschen rechts abgehoben. Das heißt, wir wollen sie jetzt gestrickt haben, um immer den Versatz zu bekommen. Also, die werden jetzt gestrickt, diese beiden. Das heißt, die beiden werden abgehoben, die werden gestrickt und die werden abgehoben. So könnt ihr euch das Muster erschließen, wenn ihr mal vergesst, wie es anfängt. Also, dritte Reihe, immer noch, zwei Maschen rechts abheben, zwei Maschen rechts stricken, im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Vorletzten beiden Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts wenden. Wenn ich sage bis zum Ende der Reihe, meine ich immer bis zum Ende des Musters und dann eben die drei letzten Maschen. So, wenden, was habe ich gesagt? Wir sind in der vierten Musterreihe, alle Maschen rechts stricken, außer den Hebemaschen, die werden wieder gehoben.
Faden diesmal dahinter und dann ist die vierte Reihe beendet. Fünfte Reihe, ups, sorry, das war hoffentlich jetzt nicht zu laut. Fünfte Reihe. Die ersten beiden Maschen verdoppeln. Rechts stricken bis zu den letzten drei Maschen. Die vorletzten beiden rechts zusammenstricken, eine Masche rechts, wenden. Die fünfte Reihe, alle Maschen links. Das ist schon die sechste Reihe natürlich, sorry. Aber das habt ihr sicher gemerkt. Alle Maschen links. Die siebte Reihe wechselt zur Kontrastfarbe. Die ersten beiden Maschen wieder verdoppeln. Dann kommt wieder unser Hebemaschenmuster, welches in der siebten Reihe mit zwei Maschen rechts stricken anfängt. Wenn ihr das vergesst, schaut euch wieder das Muster an. Hier in der Vorreihe der Kontrastfarbe habe ich diese beiden rechten Maschen, also diese beiden hier, abgehoben. Das heißt, jetzt in der siebten Reihe werden sie gestrickt, also die beiden stricken, die beiden heben, die beiden stricken. Weil wir wollen ja, dass sich die Hebemaschen immer versetzen. So. Die vorletzten beiden rechts zusammen, eine Masche rechts, wenden und die achte Reihe rechte Maschen stricken. Außer den Hebemaschen, die werden wieder abgehoben. Und das waren die acht Reihen wiederum, die ihr bis zum Ende des Tuchs wiederholt. So, das sieht jetzt ein kleines bisschen rüppeliger aus als im Originaltuch, weil die Wolle natürlich ein bisschen dicker ist und ich schön locker vorstricken wollte. Ich mag das gar nicht ausziehen, das ist schön kuschelig, aber um es mal daneben zu legen, nee, es geht nicht. So entwickelt sich das Tuch. Es wächst also sehr schön langsam und wird ganz allmählich breiter, was diese schöne, schmale, langgezogene Form ergibt. So, jetzt komme ich noch zum Abschluss des Tuches, zur Abkettkante, die hier zu sehen ist. Wenn ihr also diese acht Reihen so lange wiederholt habt, bis euer Tuch groß genug ist oder die Wolle auf ist, was hierbei nicht so schnell passieren wird, wenn ihr das Originalgarn habt, dann macht ihr als Abschluss einen schönen I-Cord. Es werden noch zwei Reihen in Grundfarbe gestrickt. Ich reiß mir die Kontrastfarbe jetzt ab. Dann ist es hier einfacher.
Also, noch zwei Reihen in glatt rechts, trotzdem die Zunahmen machen. Es gibt dann einfach am Ende noch mal eine schönere, vollständigere Form. Ansonsten hier auch wieder die zwei Abnahmen, eine Masche rechts und mit linken Maschen zurück. Und dann kommt die Abkettkante als I-Cord. Und zwar jetzt. Das hat den Effekt, dass sich die Abkettkante kaum rollt, je nach Material gar nicht bis sehr, sehr wenig. Und dass ihr so einen schönen, mopsigen Rand da nochmal bekommt. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Ist auch gar nicht schwer, denn ihr strickt. Die erste Masche rechts verschränkt, also von hinten. Dann strickt ihr zwei rechts verschränkt zusammen. Und alles kommt wieder zurück auf die linke Nadel. Eine Masche rechts verschränkt. Zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, beide wieder zurück auf die linke Nadel. Und so weiter bis zum Ende. Eine rechts verschränkt stricken, zwei rechts verschränkt zusammenstricken. Beide wieder zurück. Und so entwickelt sich dieser schöne I-Cord Abschluss. Und ich denke, zum Zeigen reicht das jetzt aus. So sieht das dann aus. Und bildet euren Abschluss für Tuch Melody. Soweit, das war alles dazu. Denkt dran, wenn ihr Fragen habt, dann im Livestream oder in den Kommentaren oder per E-Mail oder per Telefon. Geht auch. Wir haben Telefonzeiten. Die findet ihr ganz unten auf unserer Seite, Shop-Seite. Das Garn findet ihr auch in unserem Shop, im Yarnstore. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stricken. Mir hat dieser erste Strick-Mit-Kurs auch sehr viel Spaß gemacht. Weitere Folgen, ich bin schon dabei. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.